Mehr als 2 Jahre lang konnte Roland Born nicht mehr durchschlafen. Jede Nacht musste er mehrmals aufstehen, um Wasser zu lassen. Aus der Zeitung erfuhr er von einer neuen, schonenderen Methode zur Prostatabehandlung. Heute werden über 50 der weltweit 500 Eingriffe mit der sogenannten Aquabeam-Methode in der Urologie der Asklepios-Klinik in Harburg durchgeführt. Sie sollte auch besonders gewebeschonend sein. Deshalb habe ich mich dann entschlossen, einen Termin zu bekommen. Und das hat auch wunderbar geklappt und ich bin äußerst zufrieden. Die Prostata sitzt unterhalb der Blase. Sie produziert ein zuckerhaltiges Sekret, welches dem Ejakulat beigefügt wird. Dieses ernährt praktisch die Spermien auf ihrem Weg zur Eizelle. Da die Prostata die Harnröhre umschließt, kann eben Wachstum der Prostata dazu führen, dass die Harnröhre abgedrückt oder zugedrückt wird. Dadurch wird der Durchmesser kleiner. Und dann ist es wie wenn man Fuß auf den Gartenschlauch stellt. Je enger der Durchmesser, umso schwächer der Strahl. Langes Wasserlassen bis hin zum Problem, das Wasser zu halten, können die Folge sein. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Flugzeug, das startet und Sie dürfen nicht aufstehen, müssen aber. Oder Sie fahren mit dem Auto hier von Harburg nach Norden und stehen vor dem Elbtunnel. Dann ist das schon eine unangenehme Situation im günstigsten Falle. Und wenn Sie dann den Urin tatsächlich verlieren, ist es eben doch ein echtes Problem. Bei der Aquabeam-Methode wird während der Narkose mittels Ultraschall das relevante Areal der Prostata markiert und automatisch mit Hilfe eines robotergestützten, vollautomatischen Hochdruckwasserstrahls das überschüssige Gewebe komplett entfernt. Heute habe ich keine Beschwerden, ich habe auch keine Nachteile und ich kann eigentlich jeden nur raten, der auch diese Beschwerden hat mit dem Wasserlassen, mit der Operation nicht zu lange zu warten. Empfohlen werden Vorsorgeuntersuchungen in der Regel